Ach Gott. Ja, wir machen einen rein poetischen Abend heute. Und zu diesem Behufe ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, dass Frau Dr. Diane Schumann hier ist, die also lange Zeit in Amerika lebte und jetzt nunmehr lange Zeit in Österreich lebt. Und das gibt einem ja ein Rätsel auf. Wieso tut man so etwas? Also man entschließt sich aufzubrechen an einen neuen Ort. Ja? Zu diesem Behufe. Liebe Frau Doktor. Es Amerikanerinnen. Liebe Diane, Eierlikör oder Frukade? Es muss Foucade sein. Es ist meine erste Foucade. Im Dasein, am Kontinent. Hauptsächlich in Amerika keine Limonaden. Limonaden schon, etlicher Art. Nur ich stehe wie die meisten meiner Generation auf ungekünstelte, ungeschminkte Getränke. Aber ich habe den Aufbau bis zur Foucade diese Woche gemacht. Du warst ja vorige Woche da. Genau. Ich habe dich in der ersten Reihe sitzen sehen. Genau. Und ich habe diese Woche eine Kappi als Vorbereitung getrunken. Und das ist eher die feierliche Version mit Spritz. Und ja, das ist die Festkappi. Genau. Liebe Diane. Prost. Oh, Prost, Hermes. Österreich. Verstehst du, diese Idee? Die Idee Österreich. Gibt es Österreich wirklich? Das ist eine schwere Frage, Hermes. Ich fürchte, das ist eine sehr philosophische Frage, denn irgendwie kommt es mir vor, es kommt darauf an, von welchem Zeitraum man spricht. Denn eine Sache, die ich an Österreich liebe, ist, dass Österreich die Trends der Zeit überhaupt ignoriert und einfach so bleibt, wie sie ist. Und das liebe ich. Du glaubst, wir sind hinten noch. Oder du glaubst, wir sind voraus. Weder noch, sondern jenseits der Zeit. Jenseits. Nicht. Was ganz anderes. Nicht greu uns ein, wo. Beschimpf uns, aber um Himmels Willen. Das kommt. Ich kann schön beschimpfen. Also kann man tatsächlich von Mentalitäten von Gegenden sprechen? Sie haben Gegendenmentalitäten. Es stimmt natürlich einigermaßen, nur ich bin sehr vorsichtig bei solchen Sachen. Es ist für mich so abscheulich, wenn man nach einem 2 Wochen Urlaub irgendwo dann große Worte spricht über ein Land und seine Kultur. Deswegen beschäftige ich mich sehr oder eher mit sehr subjektiven Episoden und Erlebnissen statt mit allgemeinen Äußerungen. Du bist ja schon 10 Jahre in Österreich. Dieses Mal seit 6, um präzise zu sein. Aber früher war ich auch schon hier. Ach so, 6 Jahre jetzt? Und davor schon? Davor schon, also in den frühen 80er Jahren hatte ich ein großes Glück. Ich hatte ein Stipendium und ich kam hierher zum ersten Mal und konnte Forschung machen für meine Doktorarbeit. Du bist Germanistin? Nein. Austriazistin? Nicht ganz. Ich habe vergleichende Literaturwissenschaft. Vergleichende? Ja. Schreiben die in Amerika auch? Ja, doch. Was schreibt zunächst da so? Und dann hast du wirklich diesen Sound of Music sozusagen als Kind gesehen? Jawohl. War es daheim so, dass ihr euch sowas angeschaut habt?
das war überhaupt der erste Eindruck von Österreich für uns alle. Und ich war so in. Für euch alle Amerikaner, oder für wie? Für alle Amerikaner, so ungefähr. Das war ja während der Hitlerzeit, dass der Film gespielt war. Nein, erst in den 60er Jahren. Ach so, so erst spät. Erst in den 60er Jahren, so spät. Nur es bezog sich natürlich auf die Zeit. Und ich war bezaubert davon, dass so viel Singen und Tanzen in den Alltag eingebaut wurde. Und du hast dann entdeckt, das ist gar nicht das, so. Das war eine Tragödie. Dann habe ich mein Sparschwein, also das Leben lang, Geld gespart, damit ich auch in dem Alltag singen und tanzen kann. Komme hierher und entdecke, dass es natürlich in Hollywood so ist, aber es war zu spät. Ich war schon in die andere Richtung geflogen. Aber und dann bist du geblieben, weil du kein Geld zum Zurückfahren hattest. Das kann man schon sagen. Aber ich habe versucht dann aus der Enttäuschung etwas draus zu machen und habe Sound of Music dann hinterlassen und habe Musil entdeckt. Das hat mir geholfen Robert über diese Brücke. Mhm. Ja. Liebe Hein, und dann hast du natürlich sozusagen diese Österreicher erforscht. Also du hast uns angeschaut. Zum Beispiel, wenn wir in der Schlange stehen, sind wir anders, als wie es, wenn es in der Schlange steht? Ich fürchte, wenn wir so anfangen, muss der Anfang doch kritisch sein. Jawohl, ich habe natürlich viele positive Sachen zu sagen über meine Erfahrungen mit Österreichern. Aber ich muss sagen, dass Schlange stehen eine von den furchtbarsten Erlebnisse ist. Aber wir stehen ja doch eh brav Schlange, das, oder? Oh Gott. Wir stehen Schlechtschlange. Schlechtschlange. Es gibt in Österreich keine Schlange. Man legt hier so viel Wert auf feine Sitten und Höflichkeiten, aber sobald man hier in einer Schlange steht, ist das katastrophal. Da wollen alle an der ersten Stelle sein? An der ersten Stelle. Und es wirkt so primitiv. Es ist unglaublich. Ganz fein, wohl angezogene Damen mit Haar. Hoch. Und so anständig mit Anzug und ich, also mit meinen eher, also gut, lassen wir das Thema. Sie drängen sich vor. Und ich rege mich jedes Mal so auf. Es ist ja so, wir sind ja immer vorauseilend unnett, um unser unglaubliches Nettsein zu verduschen. könnte da eine Wurzel unseres Schlange stehen? Oder ist es sozusagen, bricht das wirklich schrecklich sein auf diese Weise heraus? Es bricht eine brutale Selbstbezogenheit aus. Also keine Zivilisation mehr oder weniger. Diese wunderschöne Zivilisation bricht an der Schlange zusammen. Ob es eine Schlange ist bei einer Eisdiele oder für eine Karte, für und ein Konzert. Und in Amerika steht ihr kerzengerade hintereinander. Brav. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und dazu ist das Schlangestehen eine irrsinnig schöne Social Opportunity. Man steht da, man redet freundlich miteinander. Was? Ihr redet während der Schlange steht mit den mit den Leuten vor und nach euch redet ihr? Oh, wir reden miteinander. Im Ernst? Im Ernst, im aller Ernst. Und das Schöne ist, ich habe diese... Ernst, also du hast schon mit jemandem in der Schlange je geredet? Jedes Mal, auch hier in Österreich, meine Sitten behalte ich. Aber die geben da keine Antwort. Nein. Das muss ich korrigieren. Dieser Eindruck von Österreichern muss ich korrigieren. Ihr nehmt an, dass ihr unfreundlich seid gegenseitig und sprecht miteinander nicht. Aber ich spreche mit allen und die Leute freuen sich, glaube ich, sehr. Manchmal nicht. Aber ich finde, dass die Österreicher dazu neigen, auch sehr direkt zu sein, wenn man sie anspricht, was man einigermaßen schätzen könnte. Und das heißt wieder erst verlogener irgendwie. Das stimmt. Wir sind dazu geneigt, eher Komplimente zu geben. Und mir sagen jetzt eher, gib an Ruhe, ich will schauen, dass ich vor dir drankomme. Gerechtigkeit für alle Völker. Und wenn es auf der Straße so geht, also am Gehsteig, habt ihr auch Trottoirs und so? Wir haben, es gibt... Rennst du da zahm oder wie tut ihr da? Also es ist zwar so,
Ich habe zum Beispiel in Hongkong gelebt. Und wie wir alle wissen, hat Hongkong die größte... Aber das gehört nicht zu Amerika. Das gehört nicht zu Amerika, stimmt. Noch nicht. Noch nicht. Gut, fangen wir in Amerika an. Es gibt Großstädte in Amerika, die sehr vollgestopft sind. New York, Fifth Avenue, du meinst World viele Times Menschen. Square. Voll viele mit Menschen. Menschen. Ja? Keine Zusammenstöße. Oder wenn es... Trotz so vieler Menschen niemals... Wenn schon, dann ist es eine wunderbare Sache, du. Es ist so herrlich, wenn man sich gegenseitig anstoßt in Amerika, egal ob es im Supermarkt ist oder im Times Square, dann ist es eine tolle, dann fängt ein, so ein schöner Tanz an. Oh, I'm sorry. Oh, no, it's my fault. Oh, no, it's my fault. Das ist meine Schuld. Das ist meine Schuld. Nein, nein, ich bitte um Verzeihen und man lächelt sich an. Weil wir das in der Kirche eh schon zum Ausdruck bringen, ist meine Schuld, ist meine Schuld, ist meine Schuld. Genau. Genau. Das heißt, mir, also was wird, wir haben ja viel weniger Leute in Wern, als wir es in New York. Das heißt, die paar Leute reden unheimlich viel öfters zusammen und entschuldigen sich viel weniger. Ja. Und nutzen das auch nicht als Potenzial, sozusagen zum einander Liebhaben gewinnen. Hermes, du hast mich wie immer genau verstanden. Also du verstehst es ganz genau. Ich bin ein Begierde-Amerikaner. Und wenn Amerika dich kennen würde, würden sie dich auch begehren. Unbedingt. Denkst du? Oh, ich weiß es, ich spüre es. Du meinst, ich bin eigentlich schon einer von euch. Wir sind sehr vielfältig. Und das heißt, man ist es interessant. Ich glaube, dass Amerikaner irgendwie im Ausland ein einheitliches Bild schaffen. Ich weiß es nicht wie, wobei wir so vielfältig sind. Und du würdest an sehr vielen Orten, in sehr vielen Situationen fabelhaft. Oh, das Telefon. Ich bin langweilig. Ich bin immer so. Haben wir was angestellt? Ja. Wenn du, wir müssen uns tummeln. Wir haben tummeln? Ja ganz wenig. Zum Beispiel, ich muss da eine Reihe von Dingen abhaken. Also, oh. Zum Beispiel, wenn du, wie ist das, wenn ihr euch begegnet in Amerika und Freude und Ärger teilt, Leid, Freude und Leid teilen? Wie tut's ihr da? Na, es ist interessant, denn meistens, also mit Fremden zum Beispiel, da ist ein Amerikaner eher dazu geneigt, mit jemandem zu reden, Fremde auf deiner Schlange oder so, wenn man sich über etwas freut. Während es hier das Gegenteil ist, wenn man sich ärgert, dann redet man halt. Aber wir begrüßen uns, hi, how are you? Und da fragt man wirklich sehr mit der Herzlichkeit, how are you? Und da hofft man natürlich, eine saftige Geschichte zu hören. Wenn aber bei uns in Österreich zu mir wer sagt, wie geht's dir, bin ich in Panik und möchte am liebsten mich verkriechen. Ich habe große Angst. Warum? Weil ich da immer wieder auf mich zurückgeworfen werde und nachdenken muss, wie es mir denn nun denn wirklich geht. Verstehst du, gerade ist es mir gelungen, mich ein bisschen zu vergessen. Ah, das ist jetzt der Wecker gewesen, Entschuldigung, das war nicht... Und du hast ja auch so Erlebnisse gehabt, zum Beispiel, du bist einmal einkaufen gegangen in ein Strumpfgeschäft. Oh Gott. Firma Palmers. Und da hat mir Palmer erzählt, der ist ja der Großneffe von Palmers. Nein, das ist gelogen. Aber da war etwas. Dort bin ich drauf gekommen, zum ersten Mal, dass jeder Wiener, jede Wienerin sich für einen Künstler hält, was ich so rührend und wunderbar finde. Und ich bin so darauf gekommen, ich habe mein Geld gespart, ich hatte zuerst die Palmes-Plakaten wahrgenommen, die waren irgendwie so sinnlich und wunderbare Lingerie. Und ich dachte, oh, wie herrlich, man wird so mit schwebendem Lingerie empfangen. Ja, oder und dann waren das ganz gewöhnliche Hosen. Also, mein Gott, nein, nicht einmal das, sondern grüne Kittel und Apothekenregale irgendwie für Schachteln, für die Wäsche. Ja, ich war ja etwas enttäuscht, aber gut. Und ich suchte, die Dame hat ganz tüchtig eine Strumpf für mich gesucht. Und plötzlich schaue ich auf ihr Namensschild, auf diesem grünen Kittel. Und ich sehe Frau Fleur. Dann rief eine junge Kollegin einer anderen, Frau Lilly.
dann schaue ich auf die anderen, ganz also nette, biedere, ganz normale, hausfrauliche, grünen Kittel bekleidete Bedienerinnen. Frau Grace und Frau Monique. Und sie haben alle grüne Kittel an. Grüne Kittel und irgendwie französische, exotische Namen. Und ich habe Frau Fleur, darf ich eine Frage stellen? Ja, natürlich. Ist Fleur Ihr Familienname oder Ihr Vorname? Weder noch. Es ist mein Künstlername. Und ja, es ist eine Sehnsucht in uns, die ruht und wartet. Ja? Da war mal etwas oder da könnte mal etwas sein und vielleicht, wir sehnen uns alle. Wir sehnen uns alle, das stimmt. Und das hat mich sehr gerührt. Ja. Wir müssen ja noch eine Menge erledigen. Fotografieren. Oh ja, oh mein Gott. Das, oh, Dosen schießen. Oh Gott, ja. Und. Das stimmt. Wollen wir jetzt fotografieren? Können wir. Lieber Robin. Okay. Liebe Diane. Oh, danke. Darf ich dir das halten? Oh, das ist sehr lieb. Und dann. Okay. Es wäre hier der Strich. Noch ein bisschen hinter dir, schau. Oh, das ist der Strich. Ja, genau. Alle meine Freunde haben einen Horror, dass ich nichts treffe. Sie werden sich schämen. Oh Gott, ich muss mich sehr. Habe ich Zeit, ein bisschen Konzentration? Ja, ja. Gut. Oh mein Gott, okay, wait a minute. All right. Wow!